Hallo, es gibt Neuigkeiten zum nächsten Patch. Und zwar eine Sache, die gefixt wird, sind Shared World Items. Zunächst einmal zu der Erklärung, was Shared World Items sind. Shared World Items sind Corpse Drops, also Leichen Drops, die unter anderem hauptsächlich in den DLCs zu finden sind. Wenn ihr den DLC, also aktuell den Awakened King DLC, nicht besitzt, stolpert ihr vielleicht gelegentlich über diese Einblendung, wenn ihr einen Gegenstand aufsammelt. Das ist ein Gegenstand, der mit dem DLC eingeführt wurde. Dieser Schriftzug, dass der restricted ist, also hinter dem DLC weggesperrt, ihr könnt diesen also nicht benutzen, sollte eigentlich niemals passieren. Und das soll mit dem nächsten Patch aufgehoben werden, sprich, ihr könnt diese Gegenstände benutzen, obwohl ihr den DLC nicht besitzt. In der Zusammenfassung soll das bedeuten, wenn ihr mit einem Freund spielt, der den DLC besitzt und ihr nicht, oder ihr einer Random-Welt beitretet, die gerade ein DLC-Gebiet besucht, dann könnt ihr die Gegenstände, die ihr dort von Leichen aufsammeln könnt, ebenfalls mit dem nächsten Patch benutzen. Das wurde klargestellt, ich blende euch das hier ein, von Very Tragic, dass das ein Fehler ist, der so hätte niemals passieren dürfen und auch nicht geplant war und das direkt mit dem nächsten Patch gefixt wird. Ja, das ist doch mal eine gute Neuigkeit. Wenn euch übrigens auch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Das war's dann wieder für diese Woche mit Remnant 2 News. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss, bleibt gesund. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann denkt doch bitte daran, ein Like, vielleicht sogar ein Abo und die...